So, ihr Lieben, es geht weiter mit Teil 2 von meiner alten Holzkiste, ne? Von dem Holzkästchen. Doch vorweg, ich habe Post bekommen und zwar vom lieben Gunther Weber. Ja, entschuldigt den Krach hier. Ich hoffe, ihr hört da nicht so viel. Ich habe die Heizung vor 10 Minuten angemacht. Die bollert natürlich noch, weil hier waren gerade wieder 7 Grad drin. Dann wollen wir doch mal gucken, ne? Hallo Uli, hallo Helmer. Ich hoffe, euch gefallen die Meterstäbe. Falls ich mal dazu komme, meine Garage aufzuräumen, kann ich euch noch ein paar schicken, wenn ihr noch welche braucht. Ach ja, ich hätte fast vergessen. Braucht Helmer noch Handschuhe? Wenn ja, schreibt mir bitte, ich habe noch welche über. Deine Videos sind gut, mach weiter so in deiner neuen Werkstatt. Gruß Gunther. Ja, Gunther, vielen Dank. Handschuhe. Ja. Ja, da gebe ich natürlich mindestens die Hälfte dem Helmer auch ab, ne, weil ich habe auch einige Handschuhe. So viel brauche ich ja nicht. Ja, wunderbar. Ne? Also, das ist für Helmi und das für mich. Und Bleistifte. Eine ganz gerechte Teilung, ne? Helmi, wenn du das siehst. Ja. Wunderbar. Ja, da freue ich mich richtig, ne? Vielen, vielen Dank, Gunther. Das war eine Überraschung, ne? Eine nicht angekündigte Überraschung. So, dann würde ich sagen, ich tue hier in die Kiste direkt die Sachen vom Helmi rein. Und wenn, der kommt ja nächste Woche nicht, sondern ich bin nächste Woche beim Helmi. Und dann bringe ich ihm die Kiste mit und gebe ihm das, ne? Ja, und jetzt können wir weitermachen. Ich denke mal, jetzt hat das hier wirklich einen ganzen Tag war das dran. Ja, hervorragend. Das passt, das sitzt. Das ist der Deckel mit den Scharnieren. Und da will ich ja noch mit dem Laser so Blumen drauf gravieren und noch was anderes machen. So. Und dann muss ich noch mal gucken. Ich hatte ja hier schon mal ein Teil gemacht. Das wollte ich hier dran machen. Ja. Holen wir die Kamera mal näher ran. Die ist soweit vorbereitet. So, und jetzt habe ich ja hier diesen starken Ausriss, wo ich jetzt das, was ich gestern hier abgesägt und gefunden habe, ne, genau in der richtigen Breite, soll dann hier dran und eins an dieser Seite. Und das will ich so belassen, ne, damit man den Charakter von dem alten Schachtel, von dem alten Holzteil noch sehen kann. Ne. Also ich sehe jetzt noch eine zweite und dann machen wir die mal dran. So, ich nehme jetzt mal hier diesen Kraftkleber, den von Patex. Und da soll man beide Seiten den Kleber auftragen. Geht bis minus 10 Grad. Müsste also funktionieren. Thank you.
So, das muss ja jetzt erstmal trocknen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich habe ja noch andere Sachen zu tun. Ja, der Deckel muss gelasert werden. So, kommen wir nochmal zum Fuß. Den habe ich ja gestern hier verleimt und abgeschliffen. Aber auch das hier ist mir zu scharfkantig. Und dann würde ich sagen, da fräsen wir mal einmal rum, ne? So, holen wir doch mal die Fräse. Ja, da ist sogar vom letzten Mal noch der richtige dran. Da habe ich ja neulich was Schönes geschenkt gekriegt, ne? Geschickt bekommen von meiner Wunschliste. So, nächster Tag und ich denke, jetzt können wir die Zwingen mal lösen und ich hoffe, dass das geklappt hat mit dem Kleber, vor allen Dingen auch bei den Temperaturen, wobei auf dem Kleber stand dran bis minus 10 Grad und ich habe hier eigentlich immer so um die 5 Grad in der Hütte. Da muss ich den Rest jetzt nochmal abschmirgeln. Aber grundsätzlich ist das okay. Ja. So, ich habe jetzt meinen Laser draußen vorbereitet und habe gerade Probeleser lasern gemacht, weil das ist ja eine Spendenkiste für Blumen. So, das heißt, so hier ist ja jetzt so der Deckel und ich möchte jetzt gerne hier zwei Blüten lasern und dann hier halt ein Schriftzug drauf machen, ne? So, und da gehen wir jetzt mal nach draußen und gucken mal, was der probeweise gelasert hat. Und dann machen wir hier das rein. Ne? Und dann geht es mit der Kiste weiter, weil ich will da noch erstmal die Heizung anmachen. Die habe ich nämlich noch nicht an. Und wir haben hier ja, lustige 3 Grad. Ne? Also doch keine 5. Ne? Obwohl es draußen gar nicht so kalt ist. Ne? Es sind 7 Grad draußen. Ne? Ja, also ab zum Laser. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, wunderbar. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und da so links und rechts zwei Blüten. Ja, cool.
Ja, das ist doch hervorragend. Und jetzt brauche ich noch hier oben den Schriftzug. Ja, jetzt ist mir beim Lesern ein Missgeschick passiert. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch noch nicht so der Leserkönig. Ich muss da noch viel lernen. Ich habe also hier die Blüten reingelasert. Das hat wunderbar geklappt. Und dann wollte ich Blumenspende hier reinlasern. Und dann hat der wollte cutten. Und ich habe das leider zu spät gemerkt. Jetzt muss ich mir hier was einfallen lassen. Also ich will diesen alten Deckel jetzt nicht wegschmeißen und in eine Tonne kloppen, sondern ich werde hier irgendwie etwas drüber machen, ein Schild, so 1-2 Millimeter und da dann etwas lasern. Und ja, so ist das, ne? So passieren dann also auch schon mal so Misserfolge, ne? So, jetzt habe ich die Mitte gekennzeichnet. Jetzt mache ich da mit dem Bohrer ein Löchlein rein. Ne? Und dann schraube ich das Ding da drauf. Dann muss ich wohl gucken, ja, die Mitte finden. Ne? Ja. Da ist sie, die Schraube. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Ständer. Da brauchen wir jetzt die Mitte. So, es gibt ja wohl verschiedene Methoden. Jetzt gucke ich mal. Man kann damit einen Zirkel machen, aber normalerweise. Das müsste jetzt eigentlich doch stimmen. Wunderbar, ne? So, jetzt kommen wir wieder zu dem schönsten Akt, ne? Wenn man so Holz behandelt hat, abgeschliffen hat, ne? Dann dem Ganzen auch noch ein schönes Gesicht zu geben. Ne? Und da nehme ich natürlich wieder mein Holzpflegeöl von Heliacare. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das alte Holz dann im Zusammenspiel mit der Säule und dem Fuß aussehen wird, wenn es, ja, geheliakert war, ne, sozusagen. Also geölt war. Fangen wir einfach mal an. Konnte es noch retten. Ich hatte echt Probleme mit dem Laser und ja, auch da gibt es noch viel zu lernen. Aber ich habe jetzt ein Schildchen gemacht. Jetzt habe ich hier den Winkel dran gelegt, damit ich das auch schön gerade hier drauf mache. So. Und das machen wir jetzt mit Sekundenkleber. Thank you.
Ja, ich glaube, mir ist das ganze Projekt ganz gut gelungen, trotz des Unfalls mit dem Laser. Ich wollte, dass das Alter, dieses Antike, wollte ich versuchen, so ein bisschen beizubehalten und nicht einfach nur komplett eine Kiste neu zu machen. Aber ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und wenn man jetzt hier oben sieht, ich denke mal, das ist vollkommen in Ordnung so. Ne? Hier ja die Lilien eingelasert, da oben der Schriftzug und die Seiten, die kaputt waren, hiermit erneuert. Hier schön das Alte gelassen. Ja. Ja, ihr Lieben, das war mal wieder ein Bastelprojekt. Mir hat das richtig Spaß gemacht und ich bin selber begeistert von dem Ergebnis. Ich finde es für den Zweck sehr, sehr schön und gut gelungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin, ich weiß nicht genau, wann dieses Video kommt. Eine schöne Woche und einen schönen Adventstag heute noch. Bis dahin, euer Uli.